Hallo aus Bahrain. Bahrain hat etwa 1,5 Millionen Einwohner und ein Bruttoinlandsprodukt von circa 44 Milliarden Dollar. Obwohl man hier natürlich Arabisch spricht, verstehen und sprechen doch alle Bahrainis Englisch. Angenehm warmes Klima, zwischen November und April hat es hier tagsüber zwischen 20 und 25 Grad, so wie jetzt auch. Aber nicht nur das Wetter ist attraktiv, in Bahrain gibt es keine Einkommenssteuer. Die Währung hier ist der bahrainische Dinar. Ein Dinar kostet aktuell etwa 2,50 Euro. Im Wesentlichen ist die bahrainische Wirtschaft von Öl- und Gaseinnahmen abhängig. Bahrain hat aber auch eine lebendige und umfassende Finanzszene. Im Finanzgewerbe arbeiten etwa 13.700 Leute, davon 4.300 Expats. Im Dezember 2022 gab es in Bahrain 86 Banken, von denen 14 Islamic Banking betreiben. Mit circa 120 Fintechs, vor allem im Payment- und Kryptobereich, hat Bahrain eine umfassende Fintech-Szene. Und reguliert wird die gesamte Finanzszene von der CBB, der Central Bank of Bahrain. Rain, eine Kryptowährungs-App aus Bahrain, hat gerade 110 Millionen Dollar Funding bekommen. Mehr dazu im nächsten Video.